ಗಣೇಶಾದಿ ಪಂಚದೇವತಾ ಪೂಜಾ ಪೂರ್ವಕಂ ಗುರು ಪೂಜಾ ಪೂರ್ವಕಂ ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. In einer richtigen Feuerzeremonie wie dieser hier opfern wir unser Prana, unsere Lebensenergie. Mit dieser Art von Opfergabe nähern wir unser Seelenfeuer, das uns in Richtung Samadhi, also Selbstverwirklichung, bringen soll. Self-Realization, Selbstverwirklichung, das ist es, was die Menschen in der Kriya-Yoga-Praxis anstreben. Das Ziel der Praktizierenden ist es, sich, wie es heißt, von den ich-bezogenen Anhaftungen zu befreien und so zum wahren Selbst vorzudringen. Die Essenz von Kriya-Yoga, wenn Sie mich fragen, oder die Bedeutung von Kriya-Yoga ist, jedes Individuum gesund, glücklich und friedvoll zu machen. Körperlich, geistig, intellektuell und spirituell, um ein freudvolles Leben zu führen und um Liebe und Frieden in die Familie, in die Beziehung, auf den Arbeitsplatz und letztendlich in die ganze Welt zu bringen. Paramahamsa Pragnadananda kommt mehrmals im Jahr in das Kriya-Yoga-Zentrum nach Tattendorf in Niederösterreich, um gemeinsam mit seinen Schülern und Schülerinnen zu praktizieren. Die spezifischen Lehren und Meditationstechniken sind nicht einfach und müssen ständig geübt werden, will man sich auf dem spirituellen Weg weiterentwickeln. Um Kriya-Yoga ernsthaft zu praktizieren, gibt es einen Prozess, den wir Einweihung nennen. Das ist die subtile, feinstoffliche Reinigung der Energiezentren im Körper. In der Kriya-Meditation fokussieren wir uns dabei auf drei Erfahrungen. Eine ist, der Stille zuzuhören. Die zweite ist, das innere Licht wahrzunehmen. Und die dritte Erfahrung ist, den Energiefluss, die Pulsschläge und Vibrationen im Körper zu spüren. Das Besondere an Kriya-Yoga ist die persönliche Anleitung durch einen erfahrenen Lehrer. Wie es der indischen Tradition entspricht, gibt es keine schriftlichen Aufzeichnungen der Lehren. Das jahrhundertealte Wissen wird nur mündlich vom Meister an den Schüler und die Schülerinnen weitergegeben. Paramahamsa Pragnananda ist der derzeitige sogenannte Linienhalter der Kriya-Yoga-Technik. Nur er bildet weltweit Lehrer aus, die dann die Schüler und Schülerinnen in das jahrhundertealte Wissen einweihen. Na, es soll schon von Lehrer an den Schüler übergehen. Ja, also es ist eine Yoga-Tradition, dass eigentlich man eingeweiht wird, und das hat einen Sinn. Ja, also man soll auch eingeweiht werden, damit man dem auch, ich würde sagen, den nötigen Respekt und auch die nötige Wertschätzung zukommen lässt. Ja? Und damit man auch die Technik wirklich gut lernt und sie dann auch richtig ausüben kann. Immer wenn ich meinem Lehrer nahe bin, ist es so, als ob ich ganz nah am Brunnen wäre. Es trägt nicht jemand das Wasser zu dir, du bist direkt dort und kannst die Freude auch aller anderen spüren, die von dieser Quelle genährt werden. Nahe am Ursprung des Friedens zu sein, nahe an einem sehr ungewöhnlichen Menschen, an einer so bescheidenen Person zu sein, ist ein wundervoller Segen in meinem Leben. Wir haben Menschen aus allen Glaubensrichtungen, die Kriya-Yoga praktizieren. Hindus, Muslime, Christen, Sikhs, Juden, Buddhisten, einige Jains. Sie alle praktizieren auf der ganzen Welt. Wir alle mögen von verschiedenen Glaubensrichtungen kommen, aus verschiedenen Kulturen stammen, verschiedene Sprachen sprechen, verschiedene Gewohnheiten besitzen. Aber grundsätzlich sind wir alle eins, die auf den einen blicken.